Frühjahr 1945. Entlang des Rheins ist der Krieg zu Ende. Hunderttausende deutsche Soldaten geraten in Gefangenschaft. Sie werden auf Transporter geschafft und in provisorische Kriegsgefangenenlager gebracht. Rund 1 Million kommen in die rund 20 sogenannten Rheinwiesenlager, von denen viele im heutigen Rheinland-Pfalz liegen. Auch Rolf Sachwe, der heute 94-jährige ehemalige Flakhelfer. Er kommt in ein Lager nahe Sinzig. Zusammen mit vielen Tausenden wird er dort auf freiem Feld ausgeladen. Dann hieß es, ihr sucht euch alle einen Platz im Gelände. Wir standen fassungslos da, wo war außer nackter Wiese mit geringem Unterholz nichts zu sehen. Keine Hütte, nichts. Ja, und dann kam die erste Nacht und die war kurzum beschissen. Über uns der Himmel, unter uns die Erde. Wir waren wieder der Erde sehr nah. Und dann haben wir unsere Löffel rausgeholt und jeder hat sich sein Loch gegraben gegen die Winde und Geräusche. Und man hatte eine abgeteilte Wohnung. Es war grauenhaft und so verlief eine Nacht nach der anderen. Kein Dach über dem Kopf, kein Schutz. Und vor allem am Anfang so gut wie kein Essen. Einer hatte den schlauen Einfall, ich könnte hier Gras fressen. Den Einfall fand ich aber gar nicht lustig und auch. Aber es wurde hinterher gemacht. Brennnessel und Gras und so weiter kleingeschnibbelt. Später gibt es zwar wenigstens etwas zu essen, trotzdem schaffen viele es nicht. Tausende sterben. Hier bei Sinzig, auf diesem Ehrenfriedhof, wird der Opfer gedacht. Der Historiker Christian Hardinghaus hat sich intensiv mit den Rheinwiesenlagern beschäftigt. Er weiß, es gab keine Hilfe. Ärztliche Versorgung fand nicht statt. Das Rote Kreuz hat immer versucht, reinzukommen. Seitens der Amerikaner hat man das nicht erlaubt. Die ganze Zeit über nicht. Das heißt, ja, wer da schwer verwundet war oder noch kriegsverletzt, der starb da, wo er lag. Die Deutschen sind im Krieg für die schlimmsten Verbrechen verantwortlich. Sie können kein Mitleid erwarten. Hinzu kommt, die Amerikaner sind mit der Versorgung so großer Menschenmassen überfordert. Sogar Frauen und Jugendliche sind dabei. Die Zustände sind so katastrophal, dass die Menschen selbst auf dem provisorischen Plumpsklo sterben. Wenn die Leute nicht mehr fähig waren, sich selber dahin zu bringen und wieder zurück, sondern sie fielen manchmal in die Scheiße rein und blieben da drin. Paddelten ein paar Mal und waren dann verschwunden. Es half ihnen keiner. Und das waren solche grauenhaften Eindrücke, dass ich mag jetzt noch nicht dran denken. Als es regnet, werden für die geschwächten Soldaten auch die selbstgegrabenen Schlafstätten zur Todesfalle. Sie kommen dort nicht mehr raus. Die soffen dann einfach ab in ihrer eigenen Brühe. Ein paar Wackelbewegungen mit den Schultern oder Weinen. Dann waren sie, starben sie einfach, ertranken in der Regenmenge, in ihren eigenen Löchern. So wie die meisten wird auch Rolf Sachwe, der von April bis Juli 45 im Lager in Sinzig gefangen ist, immer schwächer. Ich konnte stehen, wo ich wollte. Ich fiel dann wieder um. Der Kreislauf spielte nicht mehr mit, sondern es gab sofort Schwarzwerden von Augen und sanftes Dahinsinken. Irgendwie schafft es Rolf Sachwe. Im Juli 1945 darf er das Lager verlassen. Bis heute fällt es ihm schwer, über die Zeit damals zu sprechen. Jetzt hat er seine Erinnerungen mit anderen geteilt. Schlimme Erinnerungen. Das Menschsein wurde da gelöscht. Und das war an sich die grausigste Erinnerung. Du warst kein Mensch mehr, nicht? Nie wieder Krieg, nie wieder Naziterror, nie wieder eine Zeit der Entmenschlichung. Das ist Rolf Sachwe wichtig. Mitte der 30er Jahre.
Die Hitlerjugend ist allgegenwärtig. Viele Jugendliche machen begeistert mit. Auch der heute 99-jährige Werner Kaiser aus Boppard ist dabei. Seine Familie ist streng katholisch. Das kommt nicht gut an bei der HJ. Ich sehe noch den Abend, als die Maiandacht waren. Es war abends gegen 7, 8 Uhr im Mai. Das war immer im Mai die Muttergottesandachten, nicht abends. Ich sehe, die Jugend stand auf dem Marktplatz angetreten. Und ich ging dran vorbei in die Kirche, nicht? Ja, das sehe ich noch so. Spürte ich, jetzt bin ich draußen, nicht? Und ich war froh. Er wird ausgeschlossen aus der Hitlerjugend. Die nationalsozialistische Gesinnung ist seiner Familie ohnehin fremd. Trotzdem zieht Werner Kaiser später bereitwillig in den Krieg. Er will kein Drückeberger sein. Seinen Glauben trägt er bei sich. Wir hatten am Koppelschloss stehen, Gott mit uns. Das weiß ich noch, auf dem Koppelschloss. Gott mit uns, nicht? Für Werner Kaiser geht es nach Russland, Richtung Leningrad. Er war Teil eines Maschinengewehrtrupps. Er ist zuversichtlich. Wir wurden von der Bevölkerung außerordentlich stark begrüßt, nicht? Stalinbilder wurden aus dem Fenster geworfen. Wir waren ja junge Soldaten und glaubten, der Krieg geht schnell zu Ende. Es hat so schnell gegangen. Es wird auch weiter so gehen, so schnell, nicht? Das war unsere Hoffnung. Es kommt anders. Jeden Tag sterben Kameraden. Am Rand des Leningrader Kessels graben sich Werner Kaiser und die anderen Soldaten in den Wäldern ein. Es geht immer um Leben und Tod. Immer wieder Angriffe, Ausbruchsversuche der Russen. In der Nacht, abends spät, es war sehr dunkel. Es war eine geisterhafte Nacht, nicht? Also eine ungeheure Unruhe in der Luft. Pferdegetrappel habe ich nur in Erinnerung. Ob da Pferde gelaufen sind, weiß ich nicht. Man konnte nicht sehen. Aber in der Nachbarkompanie sind dann die russischen Truppen durchgebrochen. Nicht? Und dabei ist es offensichtlich zu schweren Gemetzel gekommen. Bei einem der Angriffe werden viele Russen gefangen genommen. Das, was mit ihnen passiert, lässt Werner Kaiser nie wieder los. Die Gefangenen werden einfach getötet. Das war ganz fürchterlich, ein Anblick. Ist ja grauenhaft sowas, nicht? Kann man nicht verstehen, wie einfach Menschenleben auch so kaltblütig weggeschossen werden. Ich habe nur gedacht, was sind das für, wie machen die? Sind das Soldaten, melden die sich freiwillig dazu? Nicht? Werner Kaiser erlebt einiges in dieser Zeit. Vieles macht ihn, den gläubigen Christen, fassungslos. Da kommt der Spieß, das war unser Feldwebel, nicht? Kommt rein und sagt nur ganz einfach, es sind zwei Russen zu erschießen. Mehr hat er nicht gesagt. Diese paar Worte brauchte ich nicht zu protokollieren, die habe ich heute noch, ganz genauso. Also wurden sie gesprochen. Kein weiteres Wort. Und mein MG-Schütze Otto Metwes, der saß neben mir, steht auf, holt seine Flinte und geht in die Richtung, die der Spieß vorgab. Und ein zweiter junger Mann noch ist noch mitgegangen, vom Bauernsohn, nicht? Eine kurze Zeit hat es geschossen, kurz, dann waren sie wieder da. Das war wirklich kurze Zeit und dann setzte sich wieder hin und das Leben ging weiter. Weiter südlich von Leningrad im Baltikum sieht Werner Kaiser, wie eine Reihe von Zivilisten zusammengetrieben werden. Er weiß zuerst nicht, weshalb. Da wurden gegen Abend Leute zurückgetrieben, unter Bewachung, Zivilisten. Und da hieß es, das sind Juden. Das habe ich in Lettland erlebt. Nicht abends, spät, wurden die zurückgezogen. Ja, man fragte sich natürlich, was ist das, was wollen die? Es hieß da, die müssen aus dem Frontgebiet rausgeholt werden, die würden uns sonst unsere Truppen, unsere Linie verraten, nicht? In Wahrheit wurden sie vermutlich hingerichtet. So wie viele tausend lettische Juden im Jahr 1941, so wie hier nahe Libau. Es ist Winter 1941 in Russland. Werner Kaiser überwintert mit seinen Kameraden südlich von Leningrad. Viele Kämpfe gibt es im Moment nicht. Trotzdem passiert etwas, was Werner Kaiser bis heute nicht loslässt. Wir mussten ja Wache stehen immer und es ging ja mit Ablösung. Und
Da ist tatsächlich einer von den Nachbargruppen, der ist bei Nacht, hat er seinen Posten verlassen und hat versucht, in dem Schnee drüber zu laufen zum Russen. Und eine Nachbarkompanie beim Spähtrupp haben den dann abgeschnappt unterwegs und haben ihn zurückgebracht. Nicht? Ja, und dann war, das ging ja sehr schnell, am selben Tage noch, war ganz klar, Urteil, Todesstrafe. Nicht? Ja, und dann ging das sehr schnell, wir waren 9 Leute, vom gleichen Zuge, das war so Befehl, die mussten vom Kameraden des eigenen Zuges erschossen werden, um einen gewissen Abschreckungseffekt zu erzielen, dass man wusste, was einem passiert, wenn das macht, wenn man das macht. Nicht? Ja, und da war ich dabei. Was wollte ich machen? Und ich habe mitgeschossen. Bis heute macht sich Werner Kaiser aus Bobhardt deswegen Vorwürfe. Hätte er den Befehl verweigern können, wäre er dann selbst erschossen worden? Ein Jahr später wird Werner Kaiser krank. Eine Vorstufe von Tuberkulose, eine oft tödliche Krankheit, die für ihn zur Erlösung wird. Er kommt endlich raus aus Russland, zurück nach Deutschland, Erholung und Genesung. Dann bin ich mit dem Transportzug, das war also ein eigens, ein Wagen für Tuberkulosekranke, nach Deutschland gekommen. Und dann im Harz, in Schierke im Harz, war ich dann in der Reha, nicht? Also in der Behandlung. Nach der Genesung bekommt er zunächst einfache Aufgaben zugewiesen, bis Ende 1944 die Ardennenoffensive der Nazis ansteht. Werner Kaiser, mittlerweile Unteroffizier, muss erneut in den Kampf. Er gerät zwischen die Fronten. Da bin ich mit einem Kameraden zusammen. Wir haben beide die Truppe gesucht im Walde, bei Nacht und Dunkel, und kommen an eine Gruppe toter Soldaten. Das waren Deutsche, die sind da wahrscheinlich im Feuer zu Tode gekommen. Und da wollte ich gerade weiter dran vorbeigehen, kommt ein Schuss, fällt ein Schuss. Und da ist mir eingefallen, ich bin hier falsch. Das war die Amerikaner waren das nicht. Und dann haben wir kehrt gemacht, weggelaufen, so schnell wie es möglich. Und die haben uns noch verfolgt. Er überlebt die Kämpfe, mit viel Glück. Dann dauert es aber nicht lange, dann stand der Wald, in dem wir lagen, unter Panzerfeuer, Artilleriefeuer, und da waren wir in den Löchern noch einigermaßen geschützt. Aber dann, als das Feuer vorbei war, standen die Amerikaner schon da. Da gab es nur noch Hände hoch, nicht? Und dann ging das ab durch Luxemburg, die Stadt Luxemburg, dann in die Gefangenschaft, nicht? Der Krieg ist für ihn zu Ende. Er muss für 8 Monate nach Amerika. Dann darf er nach Hause, zurück nach Elspe im Sauerland, zu seiner Familie. Dann zurück mit dem Zug und ich sehe dann auf der anderen Seite des Bahnsteigs einen Klassenkameraden von mir und rufe ihm noch zu. Ich wollte wissen, wie es zu Hause bei uns aussieht. Da rief er mir schon rüber, sind alle da, du fehlst noch, nicht? Ja, da war ich schon mal selig, nicht? Ja, dann mit dem Auto, mit dem Postauto fuhr, dann nach Hause gefahren, stehe vor der Tür, alles dunkel im Haus, es dauert nicht lange. Da waren sie alle versammelt, nicht? Die Eltern waren schon im Bett, so spät war das schon. Ja, die hatten schon nicht mehr damit gerechnet, dass ich noch komme, nicht? Das war eine Sensation. 6 Söhne kommen aus dem Kriege zurück. Alle überleben. Später wird Werner Kaiser Berufsschullehrer in Bobhardt. Seit 75 Jahren ist der 8. Mai, das Ende des Krieges, sein großer Feiertag. März 1945. Über die Brücke von Remagen schaffen es amerikanische Truppen erstmals auf die andere Rheinseite. Heinrich Schwarz aus Leubsdorf erlebt es mit. Er ist damals 16 und schon Soldat. Am 1. August 1944 wurde ich Luftwaffenhelfer. Da war ich immer noch 16 nur. Wir waren Kinder. Wir sind auch Kinder geblieben. Als Luftwaffenhelfer muss er damals im Brückenturm Wache halten. Tag und Nacht eingesperrt in meterdicke Basaltmauern. Mehr als 3/4 hat sich auf die nächste Sekunde gefreut, dass er noch da ist, unverletzt. Das war das Einzige, über das man nachdachte. Einen Tag bevor die Amerikaner kommen, belauscht er im Turm ein entscheidendes Telefonat des deutschen Kommandochefs.
Unser Telefon war so, dass wenn man sprach, muss man Taste drücken. Und wenn man die Taste losliest, konnte man nicht sprechen, aber hören. Das war nicht erlaubt, aber 6. März wurde das schon dramatisch. Amerikaner bei Rheinbach durchgebrochen. Mit Vorstoß auf Bonn und Remagen ist zu rechnen. Brücke ist mit Zündung zur Sprengung vorzubereiten. Doch die Sprengung misslingt. Die Brücke ist zwar ramponiert, aber nicht zerstört. Die Amerikaner kommen und Heinrich Schwarz will nur noch weg. Nach Hause. Der Ami ist auf der Brücke. Ja, da war klar, der musste weg. Du musst gucken, dass er wegkommt. Wir mussten rausgehen. Hey, zur Mama. Und dann bin ich hinten raus, runter in den Tunnel. Also bin dann in den 4 Tage Fahnenflüchtige gewesen. Und während die Amerikaner vorrücken, läuft Heinz Schwarz heim nach Leubsdorf. Fahnenflucht, darauf steht die Todesstrafe. Natürlich wusste das ganze Dorf, der ist daheim. Und niemand hat der Polizei, dem Soldaten gesagt, da ist einer, der ist daheim. Also das war einfach... Für die waren wir wirklich Kinder, zu Recht. 10 Tage später sackt die Brücke in den Rhein und wird nie wieder aufgebaut. Die Brücke von Remagen und die Fahnenflucht eines 16-Jährigen aus Leubsdorf sind damit Geschichte. Die Eifel im letzten Kriegsjahr. Fast alles wird zerstört, zerschossen, so wie hier im Brandscheid. Im Umfeld des Westwalls verläuft die Front. Mittendrin Dieter Hosius und seine Familie. Es ist ein Überlebenskampf, auch rund um Prüm, in seiner Heimat. Dieter Hosius ist 10 Jahre alt. Er flüchtet zusammen mit der Familie vor den Bomben in den nahegelegenen Wald. Da war hier gewaltig was los in den kleinen Dörfern und Städten. Die sind alle in Brand geschossen worden und bombardiert worden. Also konnte man nicht in diesen Häusern, in den Dörfern bleiben, man musste weg. Musste aber für sein Vieh und sein Hab und Gut sorgen oder was einem alles so am Herzen lag. Und dann musste man in der Nähe der Dörfer bleiben und da war der Wald. Man hatte irgendwie einen Unterstand und ja, was konnte man machen? Nur warten, warten, bis alles vorbei ist. Richtig sicher vor den Bomben sind die Unterstände im Wald, aber nicht. Wie denn so langsam die Front näher rückte, wurde ja hier kräftig reingeschossen mit der Artillerie vor allen Dingen, aber auch hin und wieder fielen mal Bomben, aber die Artillerie war am schlimmsten. Mancherorts steht nichts mehr, so wie hier nach der Schlacht im Hürtgenwald in der Nordeifel. Noch im Jahr 1975 berichtet der damalige Südwestfunk von den alltäglichen Bombenfunden. Erst in 15 Jahren, so hat man errechnet, wird die Gegend im Hürtgenwald minen- und munitionsfrei sein. Bis dahin müssen noch etliche Granaten entschärft sein. Und erst langsam kann dann auch der Tagesertrag geringer werden als der von einem Tag im Januar 1975. Dieter Hosius hat die letzten Kriegsmonate überlebt. Auch weil die Bevölkerung gerade noch rechtzeitig evakuiert wird. Der Krieg in der Eifel endet im Februar. Die Amerikaner haben die Nationalsozialisten vertrieben. Jetzt wird der Wald für die Kinder von damals aufs neue Anziehungspunkt. Aus heutiger Sicht ein Albtraum. Mit Granatsplitter haben wir überhaupt nicht gespielt. Die waren ja nichts Besonderes. Man spielt ja auch nicht mit Steinen, die auf der Straße rumliegen. Es sei denn, man wäre sehr gelangweilt. Nein. Was ganz interessant war, wir hatten, jeder von uns Jungs, hatten alle kleine Stöckchen, so richtige Haselstöckchen oder so, und suchten da auf dem Boden rum, wo Amerikaner gelagert hatten. Da war immer was zu scharren und was, und auf einmal konnte man eine Büchse mit Käse oder irgendwas finden. Die Wälder mitsamt ihren Bunkern rund um Prüm werden später die berufliche Heimat von Dieter Hosius. So wie sein Vater zu Kriegszeiten wird auch er Forstamtsleiter. Als solcher hat er den Wiederaufbau seines geliebten Waldes mit begleitet. Ein Wald, in dem viele gestorben sind,
in dem sich viele versteckt haben. Ein Wald, in dem heute die Spuren der Vergangenheit verborgen sind. Es ist früher Morgen, der 18. März 1945. Alle erwarten die Ankunft der Amerikaner und dann das. Dann kamen Kettengeräusche, Panzermotoren und da dachten wir, die Amerikaner kommen von Wöllstein. Aber das war verkehrt. Das war die deutsche Panzer, aber da hat niemand von der Bevölkerung damit gerechnet. Wir dachten, es sind die Amerikaner. Deutsche Panzer im Dorf. Die Amerikaner reagieren. In der Nachbarschaft ist der Krieg zu Ende. In Volksheim geht er völlig überraschend jetzt erst richtig los. Ich habe die Kinderwagen rausgefahren, meine Cousine lag da drin. Ja. Und da von unten schießt der MG-Salve ruf. Und ich das Kind stehen los alles und bin ab. Ja. Ich war damals 14 Jahre, 13. Die Cousine überlebt. Andere haben weniger Glück. Mein Vater war verletzt, ein namens Müller, nebenan der Nachbar, der war schwerer verletzt, der lag im Keller auf der Fässer. Haben so einen Putsch gemacht, der lag da drauf. Dann war eine Frau, die wollte helfen und die hat dann auch abgekriegt, die lag dann hinter der Kiehe. Der Hals halb ab, die Brust ab, lag dann in der Mist von der Kiehe. Volksheim in Flammen. Es war viel abgebrannt. Scheune abgebrannt. Ich glaube, 4 oder 5 Gehöfte ganz vernichtet. Kaputtgeschossen, Scheune und Wohnhaus. Hobbyhistoriker Helmut Peters hat sich intensiv mit der Geschichte seines rheinhessischen Heimatdorfes beschäftigt. Dass die Deutschen mit ein paar Panzern in Volksheim die Front aufhalten wollten, kann er nicht verstehen. Die Amerikaner waren in Bad Kreuznach, beziehungsweise sind schon auf dem Vormarsch in Richtung Süden bei Hackenheim und Freilaubersheim. Auf den Höhen standen sie in Richtung Volksheim mit ihren Panzern. Und die deutsche Wehrmacht wollte dem etwas dagegen setzen. Das war Selbstmord. 11 deutsche Soldaten und Einwohner sterben an diesem einen Tag. Gegen Abend ist es vorbei. Dann war eine Zeit ruhig, weil ein Lautsprecher gesprochen hat, deutsche Soldaten, ihr habt tapfer gekämpft, ergebt euch dem Großangriff der Amerikaner, werde ich nie in meinem Leben vergessen. Und dann war, ja, haben die wieder angefangen, Gegenteil gemacht als das, was sie sollten. Und dann hat er nochmal gesprochen, ergebt euch, euer Kampf ist zwecklos. Er kommt mit gehobenen Händen in Richtung der langen Straße. Das war die Straße hier weiter. Und dann war Ruhe. Hans Friedrich Lechthaler war im Weinkeller der Familie, als sich etwas Unvergessenes ereignet. Und da kam ein Amerikaner zu mir in den Keller, macht von seiner Feldflasche den Deckel ab, wo sie trinken konnte, und schöpft sich da ein. Und sagte, my name is Johnny. Hat er zu mir gesagt. My name is Johnny. Und sein Gewehr hat er neben, sein MP hat er neben hingestellt. Und sagt, Krieg no good. Krieg ist nicht gut, hat er gesagt. Ja. Ich habe so lang an den Mann gedacht. Mit dem 18. März ist auch für Volksheim der Krieg zu Ende. Die deutschen Soldaten müssen zusammen mit Hunderttausenden in Gefangenschaft. Und die Kinder von damals? Was denken sie heute über diesen einen Tag in Volksheim im März 1945? Wenn ich das als 13-, 14-Jähriger so mitkriege, das ist schon gewöhnungsbedürftig. Ja. Das schluckt man nicht einfach so. Der letzte Moment, wo es Schießen aufgehört, war dann die Entspannung. Ich habe nur geweint. Das ist heute mein nationaler Feiertag. Der 18. März. Ja. Weil das all dann vorbei war. Und da hatten wir früher hier so Löchelchen gehabt. Da konnte man hier die Steine rausziehen. Da konnte man da rüber gucken.
Und du hast dann von hier aus auch Exekutionen gesehen. Ganz genau. Beobachtet. Da konnte man von hier aus sehen. Die haben da Appell gestanden. Die Häftlinge, die mussten ja zuschauen. Und die anderen Anreihungsglieder gestanden, die einer nach dem anderen aufgegangen waren. Was Karl Welches als achtjähriger Junge beobachten musste, das wird im Gespräch mit Autor Ernst Heimes schnell klar, ist heute nur schwer vorstellbar. 76 Jahre später wohnt er immer noch in dem Haus, das damals direkt an ein Konzentrationslager grenzt. Manche wollen vergessen, was dort passiert ist. Andere wie Karl Welches konnten lange nicht darüber reden. Jetzt aber tut es gut. Wenn man bedenkt, wenn man als Kind mit 8-9 Jahren sieht, wie Leute aufgehangen werden, Leute erschlagen werden oder so. Das sind keine Kleinigkeiten. Wird doch nie weggehen. Und wenn man da seine Ruhe will haben, das ist aber auch, wenn man darüber spricht, ist es doch besser. Autor Ernst Heimes hat die Geschichte des fast vergessenen Konzentrationslagers an der Mosel aufgedeckt. Seit den 80er Jahren recherchiert er über das KZ-Außenlager Bruttich-Dreis, trifft bis heute Zeitzeugen und hält ihre Erinnerungen fest. Was mich daran reizt, ist natürlich die Tatsache, dass ich selbst hier zwei Dörfer weiter von diesem Lager entfernt groß geworden bin. Und wir als Kinder überhaupt nichts erfahren haben. Ich war fast 30 Jahre alt, als ich zum ersten Mal definitiv hörte, ja, das war ein Konzentrationslager. Im März 1944 transportieren die Nazis hunderte Zwangsarbeiter aus dem KZ Natzweiler Struthof im Elsass an die Mosel. Hier sollen sie unter schlimmsten Bedingungen in einem nicht genutzten Eisenbahntunnel eine Waffenfabrik bauen. Dafür wurden die Häftlinge jeden Tag vom Lager durch den Ort hoch zur Tunnelbaustelle getrieben. Wer nicht mitmacht oder es gar wagt auszureißen, wird hart bestraft. Und da hat der Häftling, wurde dann an die Wand gestellt und da kam der erste Kapus und da drauf geschlagen. Ne? Wurde der regelrecht verblutet. Der war blau und schwarz, Gesicht überall. Da haben wir 3, 4, 5 Kinder hier gestanden und haben zugeguckt. Andere morgens waren die noch da. Und da an dem Tag, an den anderen Tag danach haben sie ihn doch weggeschleppt oben. Ob der schon tot war oder was, ich weiß nicht. Erinnerungen an etwas, das lange her ist, aber doch noch ganz nah. Denn viele Baracken des ehemaligen Konzentrationslagers stehen heute noch mitten in Bruttich. Wir sind umgeben von ehemaligen KZ-Baracken. Ein Großteil der Baracken steht noch und die sind umgebaut zu Wohnhäusern. Also es ist im Grunde genommen eine Siedlung geworden, in der heute ganz normal gewohnt wird. Etwas außerhalb des Ortes erinnert heute dagegen nur noch wenig an das große Rüstungsprojekt der Nazis. Der Tunnel wurde nach Kriegsende zerstört und in ihm, so scheint es, lag die Geschichte des KZ-Außenlagers lange begraben. Umso wichtiger ist es, sagt Ernst Heimes, dass jetzt darüber gesprochen wird. Es ist jetzt eine Zeit, wo die Zeitzeugen sich langsam von uns verabschieden, so dass wir überlegen müssen, wie wir in Zukunft die Erinnerung auch ohne Zeitzeugen aufrechterhalten können. Viel zu lange habe es an der Mosel keine Gedenkarbeit gegeben, kritisiert der Autor und hofft, dass es noch nicht zu spät ist, bevor das Vergessen beginnt.